Guten Morgen, ihr Lieben. Ich mache heute wieder einen Vlog. Weiß noch nicht genau, was heute passiert, außer dass heute Fasching bei den Kindern ist. Die muss ich jetzt unbedingt wecken, weil es schon ein bisschen spät ist. Ich habe ein bisschen verpennt. Aber man ist ja dann auch immer froh, wenn die Kinder auch mal ein bisschen länger schlafen. Und genau, ich muss gleich noch meine Haare machen. Und ich muss die Kinder schminken. Und als erstes werde ich die jetzt wecken. Ich habe gar nicht so. Bitte? Ich kann mal nicht anziehen. Nein, ach so, das kannst du schon rausholen, ja. Okay. Ich habe gar nicht so richtige Sachen für die Kinder, für Fasching. Also so, ich bastel das mal so ein bisschen selber zusammen, weil ich da ehrlich gesagt immer ein bisschen zu geizig bin, für einen Tag Fasching da so viel Geld. Die sind echt teuer, die Kostüme. Und dann mache ich das immer so ein bisschen selber. Und jetzt suche ich ja immer mal ein bisschen was zusammen und dann schauen wir mal. Und ja. Jetzt mal jetzt die Hose hier an. Ja. Damit schminke ich sie. Ui, zeig mal, dreh dich mal. Das sieht ja richtig cool aus, was Mama hier gebastelt hat, ne? Sehr gut. Aber die Knarre schmeißen wir noch weg. So, welche Mimi, zeig du dich mal. Welche Farbe schmeißen wir weg? Ui. Mama, welche Farbe schmeißen wir weg? Die Knarre meine ich. Ja, weiß nicht wie. Das ist kaputt geht hier. Ich denke immer, ich stehe früh genug auf und dann am Ende bin ich doch zu spät wieder dran. Das ist so kacke, wenn man kein Auto hat und sich da so dran gewöhnt hat. Oh, mit diesem blöden Bus müssen wir jetzt noch fahren. Gar keine Lust drauf. Und meine Haare sind auch nicht gekämmt. Naja, dann wollen wir mal. So, alle raus. Alle raus. Jetzt mache ich gerade. Sieht chip aus.
wieder da. Ne? Seid ihr wieder da? War gut im Kindergarten? Ja. Habt ihr Party gemacht? Mama, ja, Party. Ja? Ja, wir haben nur Haare geschnitten. Guck mal, ihre Haare hier. Ganz viele Haare haben wir abgeschnitten. Hi. Gut, ne? Hast du denn die Erdbeere geschnappt? Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich vorhin nicht mehr weitergeführt, weil eine Freundin von mir gekommen ist. Ich mega im Stress irgendwie heute war. Und sie hat mir richtig cool Hosen mitgebracht. Und ein Kleid. Sehr cool, weil ich passe nicht mehr in meine Hosen. Endlich ist der Bauch da. Ich habe hier in den letzten Vlogs immer gesagt, wo ist mein Bauch? Aber er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Und ich passe auch nicht mehr in meine Hosen. Ich war gestern beim Frauenarzt. Das war nicht so besonders. Also, sie hat einfach nur ein paar Fragen gestellt, wie es mir geht, was los ist. Und hat einmal ganz kurz mir das Baby gezeigt. Aber wirklich nur ganz kurz, leider. Und wir haben jetzt in 5 Wochen einen Termin ausgemacht, statt in 4 Wochen. Weil dann erfahren wir wahrscheinlich das Geschlecht. Ich hoffe es. Bin so gespannt. Also, Mila sagt... Mila, was sagst du, was wird? Was? Was wird das für ein Kind? Ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Ein Junge? Und Louis? Ich finde ein Mädchen. Ein Mädchen. Die sagen jeden Tag was anderes. Also, wir hoffen auf einen Junge. Aber meine Haut, guckt ihr euch an, ey, sieht schlimm aus. Sieht einfach nur schlimm aus. Meine Haare machen auch, was sie wollen. Die muss ich gleich mal ein bisschen kämmen. Aber der Bauch geht, glaube ich, eher nach vorne. Mama, hast du Zwillinge? Zwillinge habe ich leider nicht. Ich hätte auch gern Zwillinge gehabt. Das hätte jetzt auch nichts mehr ausgemacht. Nee, auf jeden Fall, ich tendiere oder ich hoffe auf einen Junge. Aber ein paar Anzeichen gibt es auch für ein Mädchen. Genau, kann man es ja nie sagen. Ja. Wir machen jetzt alle Mittagsschlaf? Ja, gleich. Okay, wir schlafen eine Runde. Oder ich hoffe es jedenfalls. So ein bisschen Ruhephase machen wir, weil es ist jetzt 12. Und genau, ich hatte mit meiner Freundin, wir haben Croissants gegessen und das Chaos steht hier jetzt alles noch. Und ihr habt euch schon Erdbeeren geschnappt. Genau. Mama, das werde ich hier aufräumen. Hast du hier Croissants mit mir gegessen? Ja, wir haben Croissants gegessen. Und möchte auch. Ich habe keine mehr, Mensch. Ich kann dir Brot machen mit Nutella oder sowas. Ja, auch Nutella. Dann mache ich den jetzt noch ein Brot und dann machen wir ein bisschen Haier, ne? Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, guten Morgen. Ihr wundert euch bestimmt. Wir haben schon 2 Tage später. Mir ging es den Tag dann doch irgendwann so schlecht, dass ich einfach nicht in der Lage war, die Kamera zu halten. Und ja, aber heute dachte ich, ich mache einfach weiter. Und ich hoffe, das ist für euch nicht schlimm, aber genau, dann nehme ich euch heute ein bisschen nochmal mit. Ich gehe nämlich heute zum Friseur und komme einmal nicht so... Ja, und jetzt musst du schon was sagen. Ich kann sagen. Rede mal nochmal. Oder nicht? Genau, und ich mache jetzt eben schnell Frühstück, weil die Kinder in den Kindergarten müssen. Was habt ihr denn hier überhaupt gemacht? Ich möchte noch essen. Ja, dann ess. Jetzt kannst du nur essen. Wir müssen gleich los. Wir müssen uns beeilen, ja, Marina. So, Frühstück ist fertig. Es gibt Weintrauben, Kiwi, ein Käsebrot, ein Würstchen und eine Gurke. Aber du hast auch ein Käsebrot. Ja, kannst du im Kindergarten essen. Schön aufessen, ne? Ja, ich bin gespannt, was davon zurückkommt. Meistens essen sie alles auf. Aber manchmal kommt auch wieder alles zurück. Jetzt wollte ich gerade den Geschirrspüler einräumen, aber er ist noch nicht mal ausgeräumt. Yay, habe ich gestern Abend vergessen. Na gut. So. Mama, ich darf etwas geschmissen. Mama muss sich eigentlich auch noch die Haare kämmen, fällt mir gerade mal ein. Mila muss auch noch Haare kämmen. So, Louis, wo sind deine Schuhe? Deine neuen Schuhe? Ja. Ja, dann hol die rein. Ja, du kannst den Eltern nehmen. Geh mal her. Ja, guck mal, Louis hat nämlich neue Schuhe. Die sind von Deichmann. Die haben, also ich mag ja immer lieber Lederschuhe und das ist Leder, das finde ich total gut. Ein bisschen Platz hat er noch, aber ja. Auf jeden Fall, er brauchte neue Schuhe, weil seine anderen waren in der Wäsche. Ja. Und sonst hätte er nur Winterschuhe gehabt. Genau, so, dann versuch mal selber anzuziehen. Mach mal Klettverschluss auf. Okay. Nee, musst ja erstmal die Klettverschlüsse aufmachen. Mila, falsche Schuhe. Nein. Wir haben keinen Sommer noch nicht. Aber langsam. Dann zieh deine Elsa-Schuhe an, aber nicht die.
Es ist heute kalt und nass draußen. Super, Louis. Gut machst du es. Oh, da kommt es doch. Doch, schaffst du. Guck mal, hier kannst du immer noch mal ein bisschen locker machen. Genau. So, dann machst du es ordentlich und dann ziehst du zu. Habt ihr auch immer so schöne Diskussionen morgens? Immer sehr schön morgens, wenn man sich mit den Kindern noch streiten muss und dann geht man so genervt wieder weg vom Kindergarten. Das finde ich irgendwie blöd. Deswegen versuche ich das mal vorher alles zu klären. Mama, da kommt nicht. So Leute, ich habe jetzt die Kinder in den Kindergarten gebracht. Bin aber irgendwie gerade so ein bisschen ja, betrübt, sage ich mal. Das Wetter ist aber auch nicht so schön. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ich zum Friseur muss. Deswegen bin ich jetzt noch mal nach Hause gefahren und mache noch mal ein bisschen die Spielsachen von heute Morgen weg. Und wollte mir nämlich eigentlich noch eine Bürste mitnehmen. Denn da bin ich immer so ein bisschen eigen mit meinen Haaren. Die, ach, weiß nicht, die kriegt keiner durchgekämmt außer ich. Nein. Naja, auf jeden Fall, weiß ich nicht. Die Stimmung war heute Morgen einfach richtig blöd. Eigentlich war sie ganz gut. Heute Morgen haben wir gekuschelt und so. Und dann fingen sie aber mega an aufzudrehen, alle beide. Und dann ging die Diskussion mit den Schuhen los. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die eigentlich nicht so oft vorkommen. Eigentlich machen sie immer schon das, was ich möchte und was ich sage. Genau. Und dann gab es halt aber heute ein bisschen Krieg. Und ich bin dann natürlich auch laut geworden. Es tut mir halt immer leid. Das habe ich euch letztes Mal schon gesagt. Irgendwie war es letztes Mal genau das Gleiche. Aber ich habe mich dann auch wieder entschuldigt. Und wir haben das besprochen und erklärt, warum sie diese Schuhe nicht anziehen sollte. Denn wie ihr seht, es regnet. Und genau. Sie hat es dann auch verstanden. Und es war, glaube ich, auch alles gut, aber ich nehme das immer so mit. Naja, deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen aus. So, ich habe jetzt ein bisschen was geschafft, würde ich sagen. Nachher werde ich nochmals durchsaugen und dann geht es ins Wäschemarathon. Denn ja, irgendwie trocknet die Wäsche im Moment nicht so schnell.
Und dann steht die hier 2 Tage und dann bin ich immer froh, wenn hier nichts steht an Wäsche. Ich freue mich schon, wenn die Sonne rauskommt, weil dann kann ich es einfach unten aufhängen. Aloy hat so eine süße Einladungskarte gekriegt und das ist seine erste. Und ich finde, es gibt so coole Ideen, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Fand ich mega süß. Werden wir auf jeden Fall hingehen. Puh, ich kann schon langsam nicht mehr atmen. Also echt so im Sitzen und schnell reden, das, ja, man merkt es langsam. Genau, ich werde jetzt ein Video hochladen und dann mache ich mich auf den Weg zum Friseur Haare schneiden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich werde einfach ganz spontan entscheiden. Also ich möchte, eigentlich möchte ich dieses Stück abhaben. Oh Gott. Jetzt sehen sie gerade so gut aus eigentlich. Also sie glänzen jetzt hier unten nicht so, aber so das Stück, das ist eigentlich voll in Ordnung. Aber sie sind einfach nur lang und ich würde so gerne mal irgendwie sie ein bisschen föhnen oder ein bisschen schicker machen. Und dann bin ich halt am Überlegen, ob ich sie komplett einfach gerade abschneide oder so eine leichte Stufe. Also was ich auf jeden Fall machen werde, ist meinen Pony nachschneiden. Also ich habe immer so einen langen Pony und das mache ich dann mal so ein bisschen aus dem Gesicht. Genau, ich muss morgen nämlich arbeiten und dann bin ich mal froh, wenn Wäsche gewaschen ist und der Haushalt ein bisschen klasse. Video ist gleich fertig. Yay. Stellt mir unbedingt Fragen darunter. Jetzt will ich euch nochmal meinen Bauch hier zeigen. Moment, ich packe ihn aber jetzt nicht auf. Okay. Er ist ein bisschen weggedrückt. Der ist jetzt so ein bisschen weggedrückt von der Hose. Ich bin ja mal gespannt, ob Junge oder Mädchen nach wie vor. Ich glaube, ich kann diese 4, 5 Wochen gar nicht mehr abwarten. Aber meine Haut ist etwas besser geworden, zum Glück. Ich habe jetzt mal eine Maske aufgetragen und mache jetzt immer morgens so ein bisschen Peeling. Ja. Aber ich bin auch so blass geworden, also so ab und zu mal ins Solarium wäre schon nicht schlecht. Aber na gut. Das tut man nicht alles, ne, für ein gesundes Kind. Ja, also ich mache mich jetzt auf den Weg zum Friseur. Hey Leute, ich bin fertig vom Friseur und der Akku blinkt, sehe ich gerade. Ich zeige euch gleich, wie es aussieht. Weil ich muss die ganzen Leute hier, glaube ich, blöd angucken. Auf jeden Fall ist es hier vorne kürzer, aber ihr seht es gleich zu Hause. Erstmal muss ich jetzt die Kinder abholen, die haben deren Großeltern abgeholt, denn ich hätte es nicht rechtzeitig geschafft. Ich hatte nur gerade so einen Hunger, dass ich mir Kinder Country geholt habe. Pistazien geholt habe, die waren gerade im Angebot. Und dann habe ich mir noch einen Burger und einen Döner geholt und was zu trinken. Ja, ich hatte richtig Hunger und habe jetzt einfach alles mitgenommen und werde mir das jetzt auf der Fahrt ein bisschen, ja, gemütlich machen. So. So, jetzt könnt ihr einmal schauen. Also, sie waren vorher bis hier. So. Ja, bis zum Bauchnabel. Und das ist jetzt alles ab. Guck mal, Mila, Mama hat... Mama hat versucht, sich ein bisschen in Milas Bett auszuruhen, während die Kinder spielen. Und du hast wieder einen Schnuller im Mund raus. Mila hat sich schön verkleidet, zeig mal. Eine, was bist du? Eine Königin, ne? Das Zimmer sieht so aus. Das darf ich gleich auch freuen, wahrscheinlich. Ausruhen war natürlich nicht möglich. Ich hatte euch vorhin einmal kurz ein bisschen meine neue Frisur gezeigt. Ich muss mal gucken, ob das was geworden ist. Ansonsten blende ich euch ein Foto ein. Aber, ja, doch, ich bin sehr zufrieden. Es sind 50 cm abgekommen ungefähr. Also ein ganzes Stück. Und, warte mal, nicht ins Gesicht. Und ich wollte eigentlich, weil es mir jetzt gerade wieder richtig schlecht geht, den Vlog hier beenden. Und
Ich versuche es einfach, wenn es mir wirklich besser geht. Ich will auch nicht auf Krampf jetzt hier einfach ein Video hochschmeißen. Aber this is the real life of a mom mit zwei Kindern. Genau, aber ich bin verschwommen und ja, wir machen gleich Abendbrot und dann holen wir uns aus. Deswegen ich muss nämlich auch noch Wäsche aufhängen. Und noch eine Wäsche schaffe ich nicht, ich muss morgen arbeiten. Ja, von daher. Noch nicht. Bye. Tschüssi. Wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Tschüss. Du willst auch noch Tschüss sagen?